Creamology. Creepy Pastas. Eins, zwei, die SCPs kommen vorbei. Drei, vier, sie stehen schon vor der Tür. Hallo meine Lieben, ich habe wieder eine neue SCP-Kreatur für euch. Tochter der Schatten heißt sie. Und diese werde ich ganz kurz jemanden fragen, ob er uns hilft, etwas Genaueres über sie zu sagen. Hallo Green Mousy. Ja, warte, ich werde kurz vor meinen Kollegen anklopfen. Herein. Guten Tag, Frau Dr. Green. Hättest du kurz Zeit, etwas über SCP-029 zu erzählen? Ja, das können wir machen. Es ist immer gut, wenn die neuen Angestellten der Foundation vor allem über die gefährlicheren Objekte Bescheid wissen. SCP-029, auch genannt die Schattentochter. Ich werde Sie über die Sicherheitsmaßnahmen zu diesem SCP aufklären. Dies können Sie aufzeichnen, um diese Aufnahme den neuen Rekruten der Foundation vorzuspielen. Zuerst, SCP-029 ist ein SCP-Objekt der Klassifizierung Keter. SCP-029 muss in einer Klasse 5 Eindämmungszelle eingesperrt sein. Ihr ist kein Zugang zu Gegenständen physischer Natur gestattet. Ihre Sicherheitszelle muss sich hinter einer dreifachen Luftschleuse befinden, um ihren Ausbruch zu verhindern. Seit Vorfall 02934A darf SCP-029 nicht mehr gefüttert werden, da sie scheinbar keine Nahrung zum Überleben benötigt. Es muss zu jeder Zeit drei Wachen bei ihrer Zelle stationiert sein und zwei Wachen Überwachungsdienst haben. Flutlichter wurden in den Wänden der Sicherheitszelle installiert und müssen zu jeder Zeit eingeschaltet sein. Einmal monatlich muss die Kammer gereinigt und auf Defekte untersucht werden. Unter absolut keinen Umständen darf SCP-029 auf jegliche Art und Weise auf Männer treffen. Alle Männer, die auf SCP-029 treffen, sind für eine Befragung unter Klasse 3 Arrest zu stellen, bevor sie terminiert werden. Bis jetzt hat SCP-029 folgende Gegenstände angefordert: ein Bett, eine Decke, Bücher und Kleidung. Alles davon wurde verweigert. Es gab Doktoren, die sich über diese Kleidungsverweigerung aufgeregt haben. Diesen wurde gestattet, ihnen zu versuchen, SCP-029 in Kleidung zu bringen. Daraus resultierte der Vorfall 02953B. Und seit diesem Vorfall ist es erforderlich, dass jeder, der potenziell Zugang zu SCP-029 hat, zuerst das Überwachungsvideo 029-Budin ansieht. Dies dient als Erinnerung an die Bedrohungen, die bei der Arbeit mit SCP-Objekten und speziell SCP-029 entstehen können. Ich hoffe, die Aufnahme hilft, weitere Verluste für die Foundation zu verhindern. Wow, danke Doktor. Das war ja Wahnsinn. Kein Problem. Und jetzt werde ich euch noch etwas über die genaue Beschreibung von SCP-029 erklären. Es scheint eine junge, pubertierende Frau asiatisch oder indischer Abstammung zu sein. Sie scheint an Alopecia universalis zu leiden. Über 80% ihrer Pigmentierung ist gänzlich schwarz, während der Rest ihrer Haut einen kompletten Mangel an Malin hat, der an Albinismus grenzt. Ihre Augen haben ebenfalls eine dunkle, schwarze Farbe. SCP-029 hat einen starken Drang zum Töten und hat eine bemerkenswerte Begabung aufgewiesen, jegliche Gegenstände als Waffe einzusetzen. Jedoch hat sie eine starke Abneigung gegenüber Blutvergießen, weshalb sie bevorzugt, ihre Opfer zu strangulieren. Sie hat ihre Geschicklichkeit und körperlichen Reaktionen demonstriert, die viermal schneller als die eines normalen Menschen sind. SCP-029 hat auch umfangreiche Resistenzen gegenüber jeglicher Form von Schaden aufgewiesen. Bei den übermenschlichen Fähigkeiten sind in der Präsenz von hellen oder direkten Lichteinfluss, ob natürlich oder künstlich, stark eingeschränkt. Zusätzlich werden alle Männer ihren Willen unterworfen, die sich in der Gegenwart von SCP-029 begeben. Ein Areal, welches durch ihre momentane Wahrnehmung definiert wird.
Solche Männer würde sie sofort töten. Sie bezeichnet sich selbst als, was grob übersetzt, Tochter der Dunkelheit, Tochter der Schatten oder Tochter der Nacht bedeutet. Befragungen haben erwiesen, dass sich aufgrund ihrer konstanten Versuche zu töten oder alle, die mit ihr sprechen, zu konvertieren, als schwer durchführbar war. Während ihrer Jahre in Gefangenschaft stieg die Größe der schwarzen Flecken auf ihrer Haut an. Sie erlangte das erste Mal die Aufmerksamkeit der Foundation durch einen Agenten, der im ländlichen Teil Indiens stationiert war. Ein Anschlag auf sein Leben brachte ihn auf einen kleinen Kult von Männern, welche behaupteten, Tugis im Dienste der Tochter zu sein. Mehrere Wochen der Untersuchung ergaben, dass sie glaubten, die Welt würde sich in den letzten Jahren des Kali-Yuga befinden und dass sich durch das Opfer von einer Million Leben an die Tochter der Finsternis ihre Göttin erheben und das Ende der Welt erläutern würde. Sie glaubten auch, dass sich nur Opferung durch Strangulation auf diese Liste aufrechnen würden. Ereignisse führten den Agenten zu ihrer Befestigung, wo er SCP-029 entdeckte. Nach dem Verlust des besagten Agenten, was in der Gefangennahme von SCP-029 durch uns endete. 7 Jahre nach der Gefangennahme begann SCP-029 ein anormales Wachstum ihrer schwarzen Pigmentierung aufzuweisen. Auf Befragung hierzu behauptete sie, dass ihre Anhängerschaft einmal mehr in Bewegung war. Untersuchungen führten uns zu einer Ansammlung sogenannter Tugis, welche unseren ersten Beutezug entkommen waren. Es wurde ein taktischer Luftangriff angeordnet. Als die erste Bombe einschlug, erwachte SCP-029 aus ihrem Schlaf und schrie sich die Seele aus dem Leib. Sie setzte ihre Schreie für die nächsten 4 Stunden fort. Sie schimpfte und kreischte, dass wir ihre Leute töten. Seit diesem Ereignis endete das Wachstum der schwarzen Pigmentierung komplett. Außerdem verdoppelte SCP-029 ihre Ausbruchsbemühungen seit diesem Ereignis wieder. Und das war wieder eine weitere SCP-Kreatur. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und wie hat euch denn Doktor gefallen? Ich finde, er hat das super gemacht und vielleicht ist er beim nächsten Mal ja wieder dabei. Mal sehen, ob er Zeit hat. Mal gucken, wenn ich das nächste Mal an seiner Tür klopfe. Und ciao!